Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, ich bin hier immer noch unterwegs. Einmal Stahlträger abliefern, obwohl ich drei am Start habe. Ja, Holzplanken habe ich jetzt noch nicht organisiert, weil ja, ich mir gedacht habe, komm, ich mache direkt noch eine weitere Folge. Dann haben wir das schon mal erledigt für nächste Woche. Und ja, schauen wir mal, wie wir das jetzt hier gebacken kriegen. Wir müssen die Stahlträger da hinten zu dem... Achso, warte mal, ich muss die Aufgabe hier triggern, sehe ich gerade. Umgestürzter Turm. Verfolgung starten. Jawohl, da müssen sie hin. Auf geht's. Und ja, danach müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen mit den Holzplanken, die wir noch für die eingestürzte Brücke brauchen. Die ich ja dummerweise nicht mitgenommen habe, weil ich dreimal Stahlträger mitgenommen habe. Naja, ist egal. Läuft. Jetzt fahren wir ganz gut durch. Zack, jawohl. Und ab geht's. So, hier müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen vorsichtiger fahren irgendwo. Weil, ja, ich keinen Bock habe, hier irgendwo umzufallen. Kippen. Klappt das? Ja, klappt. Irgendwie. So, ein geiles Bild. Zack. Haben wir einen Screenshot gemacht. Na komm, hier über die Steine drüber. Nein, nicht da. Klemmen. Mach mal da. Ja, du doch nicht. Ja, komm, zieh. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, sehr schön. Ah, da muss man echt kämpfen. So, jetzt diese komischen Vorsicht. Diese komischen Serpentinen hier runter. Alter. Wenn der Kreis, bist du schwer, der Kreis. So, erstmal hier entspannt runterfahren. Das sollten wir dann doch ein bisschen sanfter angehen hier. Die Nummer. Sehr viel Potenzial zum Umkippen. Gar keinen Bock drauf. Das brauchen wir nicht, ne? Nervig ist halt auch, dass wir mit den Stahlträgern wieder zurück müssen. Ne? Da habe ich ja auch irgendwie gar keinen Bock. Vor allem muss ich noch gucken, wo der andere Anhänger ist. Zur Not, gut, lass ich mich bergen, hol mir da einen neuen Anhänger und muss dann auch gucken, wo kriegen wir eigentlich, wo waren die Holzplanken? Die waren auch im Lagerhaus, glaube ich, ne? Ja gut, da müssten wir ja dann eh vorbei. Jetzt schauen wir mal. Erstmal müssen wir hier die Stahlträger safe abliefern. Ne? Alles andere ist jetzt erstmal wurscht. Ach so, das war das hier, ne? Die dicken Felsen hier. Na, kommen wir da rüber, jawohl, easy. Ja, sehr gut. Genauso stelle ich mir das vor. Entspannt hier durch den Schnee halten. Warte mal. Wo ist denn jetzt lang? Da. Na komm, zieh. Hier über die Brücke, glaube ich. Ne? Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Ja, über die Brücke. Alles klar. Den Punkt habe ich mir auch richtig geil gesetzt. Ne?
Ach ja, das war hier war ja was, ne? Mit dieser Brücke. Schmale Dinge hier. Auch so mega interessant das Teil. So. Jetzt wieder einfach der Nase nach. Vielleicht nicht unbedingt hier über die Felsen. Ziemlich risky, wie ich finde. Aber egal, Leben am Limit. So, warte mal, jetzt hier geradeaus. Wo stehe ich denn jetzt hier? Ja, geradeaus, alles klar. Das soll eine Straße sein. Ah, warte mal, da war ja auch... Genau, da ist dann noch so eine... So ein Mast da umgekippt, ne? Auch ganz miese Nummer. Boah, Alter, schwer, die hier rauf zu kraxeln, das wird auch... Mal in den Lastengang gehen, mal gucken, ob das was bringt. So, kam er unter dem Mast da durch? Ja, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Also scheiße sehen, aber es müsste gehen. Hoffe ich. Sehen wir jetzt. Oder? Ja, doch, passt. Sollte entspannt passen, jawohl. Na komm. Mach voran, zieh. Alter Schwede, ey, das ist aber auch hier Tiefschnee AF, ne? Nein. Nein. Ah, Junge, ey. Nimm doch einfach den Master vor dir. Das ist doch nicht so schwer. Okay, ich hab's verstanden. Er will nicht. Na komm. Boah, ist das ein Krampf. Und hier rauf mit einem normalen LKW, ne? Komplett unmögliche Nummer. Der greift aber auch mit der Winde auch immer an den kleinsten Baum, den er finden kann. Ne? Na komm, komm, komm. Hier noch ein Stück, komm, da vorne ist wieder ein bisschen steiniger, ein bisschen besser Boden. Ah, endlich, jawohl, ganz geschafft. Hat einen Krampf, ey. Voll die Arbeit, da durchzufahren. So, jetzt hier nur noch rauf, na, was heißt nur noch? Hier rauf und dann sind wir auch quasi schon da, ne? Da haben wir zumindest schon mal eine Einmalstahlträger hier weg. Unnötigerweise drei dabei, aber gut. Ist auch etwas eng. Minimal. So, warte mal, wo ist denn jetzt der... Was? Schalt sie hin. Wie fahre ich? So, aber ich muss mich hier so ein bisschen rechts halten. Aber manche Punkte habe ich echt ein bisschen blöd gesetzt. Aber gut, okay, ich muss ja nicht, dass man das so schwer erkennt hier. Aber es geht. So, warte mal, jetzt müssen wir hier rum, ne? Richtig? Ja, sieht gut aus.
Es sieht halt hier auf der Map aus wie eine normale Straße, ne? Nur hier erkennt man ja, keine Straße. Egal, Schaffer. Kein Problem für uns. Kriegen wir hin. Immer schön hier folgen. Da kommen wir schon ans Ziel irgendwie. Da war doch schon wieder den nächsten Punkt. Zack. So, hier diese super Brücke. Jawohl. Auch easy gemeistert hier. Gar kein Problem für uns. Einfach immer weiterfahren. Immer weiterfahren. Hier gibt es nichts zu sehen. Jetzt müssen wir noch hier um die Felsen rumkommen irgendwie. Aber warte mal. Ach scheiße, hier war ja was, ne? Wo hänge ich denn jetzt hier? What? Stimmt ja, müssen wir hier lang fahren. Das Mist jetzt umgehen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Oh, läuft, ne? Naja, hat funktioniert. Alles andere ist egal. Sollte ja nicht so schwer werden, ne? War aber eine Heidenaufgabe, ne? Bis hier hinzufahren. Bock meine Füße. Und das ist ziemlich eng hier. So, aber ich glaube, wir sind da. Also quasi fast. Hier irgendwie durchwursteln. Warte mal. Ah, ne, stopp, halt. Da lang. Ah, wir sind noch nicht ganz da. Wieder kämpfe ich hier mit einer Fliege, ne? Die Viecher, die nerven so. Ich habe bestimmt schon, keine Ahnung, 10.000 getötet oder so. Fliegenklatsch ist hier mein bester Freund. So, warte mal, jetzt müssen wir, warte mal, wo ging das jetzt? Ne, darum glaube ich, ne? Hier rumfahren. Und dann sind wir auch schon quasi da. Ich müsste jetzt hier nichts abbiegen können, oder? Eigentlich ja. Ja, da ist ja die Brücke. Perfekt. Ja, läuft. Hat auch ganz gut funktioniert. Hat endlich mal wieder was funktioniert. Das ist nicht mal ein geiler Screenshot. Zack. Den umgestürzten Turm können wir jetzt gleich reparieren, jawohl.
Nervig ist halt nur echt, dann wieder zurückzufahren, ne? Na gut, was wollen wir machen? Ist halt so. Zack. Und Fracht verwalten und einmal Stahlträger entladen. Jawohl. Der Weg ist frei, gut gemacht. Und dafür gibt es gerade mal 2900, ne? Jetzt mal die Frage, wo geht's denn überhaupt dahin? Was ist denn da noch? Nicht. Ach so, dann kannst du jetzt hier lang fahren oder was? Was steht denn da noch von Anhänger? Ach ja, oh ja, da war ja noch was, ne? Da ist ja auch noch ein Anhänger am Start. Naja gut, egal. So, jetzt gucken wir nochmal eben. So, Brücke am Kontrollpunkt. Ja, da brauchen wir jetzt die Holzplanken, ne? Und die Holzplanken kriegen wir wo? Wir wissen es nicht. Drüben wieder. Mist. Gut, Stahlträger haben wir schon einmal abgeliefert. In die Tiefe, was war das? Ach so, das ist hier irgendwas wieder erforschen oder sowas. Und hier müssen wir noch ein Fahrzeug holen. Wir haben ja gerade Vermessung vorgenommen, als sich das Wetter verschlechterte. Einer der Autos wollte nicht anspringen, also ließen wir es zurück. Willst du uns es zur Wetterstation zurückbringen? Wo ist denn die Wetterstation? Wo ist das Auto? Ach du Scheiße, da. Wo bin ich? Ne, warte mal, wo bin ich denn? Ach da. Ne. Da. Ja gut, da jetzt aber hinzugucken. Nee, gar keinen Bock. Das können wir aber voll knicken, ne? Das können wir mal voll knicken. Und wir haben jetzt, warte mal, wo ist denn jetzt dieser andere Trailer? Der ist da, das ist meiner. Und der steht da noch, ne? Oh Gott, ey. Boah, das ist ja auch voll die Gurkerei, ne? Ja, ne, den hole ich mal so irgendwann mal ab. Gar keinen Bock. Ja, können wir eigentlich nur entweder nur zurückfahren oder irgendeine andere Aufgabe annehmen, ne? Frage ist nur welche. Also, stopp. Welche Aufgabe könnten wir annehmen? Sag mal, gibt es denn eigentlich jetzt hier noch einen geileren Weg, um wieder zurückzukommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht zumindest nicht danach aus. Ja, das mit der Brücke am Kontrollpunkt ist echt ätzend, ne? Wenn ich da jetzt keine Holzplanken am Start habe. Na ja, gut, können wir jetzt eh nicht ändern. Was nicht ist, das ist nicht. Ich könnte höchstens den Anhänger mit den Stahlträgern jetzt hier stehen lassen, mich zurückbiegen, die Dingens holen, aber es macht auch in meinen Augen echt gar keinen Sinn, ne? Ja, verdammt, doch hängen geblieben. Weil, ja, irgendwann muss ich die ja holen. Ich kann ja aber direkt wieder mit zurücknehmen, ne? Das macht ja auch... Was steht denn hier noch für ein Anhänger? Warum steht hier noch ein Anhänger? Warte mal. Da ist noch einer. Alter, wie viele Anhänger stehen denn hier überall rum? Ich bin auch hier hingeschleppt. Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich habe ich den da auch hingeschleppt. Oh, den müssen wir dann auch einsammeln, ne? Also, das wird ja voll die Arbeit. Das wird ja richtig Arbeit. Na ja, gut, gucken wir mal. Erstmal müssen wir jetzt eine vernünftige Lösung hier finden. Damit wir die Brücke da noch repariert kriegen. Naja, das kriegen wir schon hin.
war der Weg jetzt hier richtig? Ja, ne? Ja. Das war richtig. Wichtig und richtig. Ah. Jetzt. Einmal hier rum. Ist hier wieder durch. Eng, ne? Aber geht. Mit einem anderen Anhänger wird sowas safe nicht durchkommen. Er ist halt auch ziemlich blöd, dass wir jetzt da echt nochmal diese Holzplatten holen müssen. Die Holzbalken. Gut, andererseits wäre es von der Fahrerei jetzt auch, glaube ich, beschissen gewesen bis darüber. Selbst wenn ich sie jetzt dabei gehabt hätte. Halt, stopp. Hier war was. Jetzt mal gucken, kommen wir jetzt hier wieder hoch. Ich will's hoffen. Na komm. Ja, geht, ne? Ein bisschen Kraxelarbeit, aber der schafft das. Zack. Einfach wieder den Weg hier zurückfolgen. Sehr gut. Das finde ich hervorragend. Wollte ich drücken. Gott. Also, Licht ist an. Zurück zu findet man einen Weg irgendwie leichter, ne? Naja. Keine Ahnung. Ja, da würde ich sagen, machen wir aber jetzt erstmal hier ein Folgenende. Ich quäle euch jetzt nicht mit der Rückreise hier zum Ausgang. Wobei ich könnte. Ja, ich nehme die Stahlträger mit rüber. Ich hoffe nur nicht, dass ich dann flitschen gehe. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, wo ich lang. Hier und dort, so. Das. Oh, falsch. Warte mal, in welcher Richtung falsch hin? Hier falsch hin. Okay, da lang und da lang, jawohl, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann, wenn ich dann rüber gebeamt werde, da nicht wieder krachen gehe, samt Ladung. Das wäre ziemlich beschissen. Da würde ich auch ziemlich einen Anfall kriegen. Aber gut, wir probieren es aus. Beziehungsweise ich will es ausprobieren. Zur Not, keine Ahnung, lasse ich den Hänger dann doch erstmal hier auf der Map. Und sehe dann zu, dass ich ohne Hänger rübergehe. Beziehungsweise mich dann berge. Und mir dann von drüben halt einen neuen Anhänger mitnehme. Für die Holzplanken, dann nehmen, keine Ahnung, vielleicht einen kleineren oder sowas, nicht so ein Riesenviech. Schauen wir mal. Wir werden es irgendwann feststellen oder herausfinden. Ich weiß es noch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Bewertungen da lassen und gerne auch ein kostenloses Abo. Danke dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.